Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Ich muss jetzt alkoholfreies Jahrgangsgetränk auf Basis der Weintraube, welches wir mit Holunderblütenlistensirup quasi veredelt haben. Also ein ganz natürliches, nachhaltiges Getränk, was sehr erfrischend ist. Junge Leute interessieren sich auch viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sind zum Beispiel all unsere Zutaten im Umkreis von 50 Kilometer, wenn nicht, weiß nicht, 10 Kilometer vom Haus eigentlich entfernt. Die Weingärten, die Holundersträucher haben wir alles in unserer Nähe und ernten wir selber. Passiert eigentlich alles in einer Hand und das war uns auch sehr wichtig. Wir haben es in der Glasflasche anstatt Plastik. Mhm. Da haben wir schon mal drauf geschaut. Des Weiteren versuchen wir halt so gut wie möglich alles plastikfrei zu verpacken. Das Tolle an Glas ist einfach, dass es zu 100% recycelbar ist. Yeah. Und dass man es einfach in den Glascontainer entsorgen kann und dann ja, wird es wiederverwendet. Also der größte Teil geht auf jeden Fall in die Gastronomie. Aber haben es jetzt auch geschafft, dass wir im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel am Jakober Markt gelistet sind. Und natürlich auch über den Webshop. Das funktioniert auch ganz super. Das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicher der Jahrgang. Also wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit einem Jahrgang-Etikett, was eben aufgrund von Verschü gegeben ist, den was wir noch einmal im Jahr ernten können. Also Verschü ist der Saft von den grünen Trauben, den was wir schon Anfang August mit einigen Freunden geerntet haben. Zusätzlich sind es quasi nur die reinen Komponenten, welche durch Hochkurzzeiterhitzung quasi stabilisiert werden. Also es kommt kein einziges Konservierungsmittel sozusagen ins Getränk hinzu. Also es ist ein ganz natürliches Erfrischungsgetränk sozusagen. Mhm. Weil den Markt weiter expandieren, in mehr Hotels, mehr Gastronomiebetriebe mit dem Juice vertreten zu sein. Zum Beispiel so ein Young and Urban Programm oder sowas, da können wir uns gut vorstellen. Oder in hochwertigen Bäckereien, spezielle Lebensmitteleinzelhändler. Überlegt es auch so in Richtung Social Enterprise zu gehen, oder wie? Ja, genau. Also, dass man einfach irgendwie pro Flasche für irgendwen einen positiven Impact schafft. Mhm. Sei es in einem Drittland oder so, eine Speise für ein Kind oder irgendwie in so eine Richtung. Wir haben heuer vom Jahrgang 2020 40.000 Flaschen produziert. 40.000? Und haben jetzt circa die Hälfte verkauft. Mhm. Und der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass das eng wird, dass wir bald ausverkauft dann sind. Wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen Weg. Das ist so ein bisschen die Abzweigungen, die man nehmen muss und die muss man richtig nehmen. This Future Talk was powered by die Mutmacherei.